Hallo ihr Lieben. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr dieses schöne Mobilier hinbekommt, was ich euch eben gezeigt habe. Dies ist ein Muttertagsgeschenk. Und zwar habe ich dafür so Metallherzen, ganze 3 Stück, die an einer Schnur befestigt sind, die ich mit Perlen bezogen habe. Das ist eine ganz einfache Idee. Aber ich wollte euch einfach dran teilhaben lassen. Und da die Lieblingsfarbe meiner Mama lila ist, nehme ich natürlich lila Perlen. Ja, ihr zieht die Perlen einfach auf. Und weil ich das schöner finde mit so Lücken, habe ich da so Abstände zwischengelassen. Versucht die möglichst gleich zu halten. Und jetzt kommt der letzte Teil. Und das werde ich jetzt noch anbringen. Und zwar nehme ich dafür die Schnur doppelt. Dadurch ist das Ganze auch stabiler. So, und hier muss ich jetzt gucken. Diese hier haben hier unten offen. Dieses hier aber nur auf einer Seite. Gott sei Dank hat es hier noch so Löcher. Daran kann ich das auch festmachen. Und das werde ich jetzt auch tun. Hier einfach durch die Löcher durchziehen. Die Schnüre parallel nehmen. Und einen festen Knoten ziehen. Schon ist das Ganze befestigt. Ich packe das andere Herz mal so an die Seite. Und dann ziehe ich einfach Perlen auf, so wie ich es schön finde, und mache dazwischen dann auch immer so Knoten, damit die Perlen da bleiben, wo sie sind und nicht wandern. Und die ziehen wir einfach fest. So, und wenn ihr das Ganze gemacht und das Ganze fertig ist, sollte es so aussehen. Und dann nehmt ihr das letzte Herz oder das erste Herz, nehmt den Faden, macht ganz unten einen Knoten rein, damit der wirklich zusammen bleibt. Und genau da werde ich das jetzt befestigen. Und mache 2-3 Knoten, damit das wirklich fest ist und mir nicht davon fliegt. Und die Schnüre kann man jetzt zum Beispiel, weil das hier zu ist, hier einfach so mit reinpacken. Dann stören die keinen. Und ist alles schön verpackt. So, und jetzt bin ich auch schon mit meinem Mobili fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn es wieder sehr kurz war. Und dann sehen wir uns nächste Woche Montag mit, nach langer Gerede, mit meinem Schmuckregal wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.